Ja, nee, nee, doch, doch. Doch, doch. Nee, Ja, nee. ja. Ja. Also man guckt noch, wie das jetzt hier aussieht. Schön blau. Ja, es funktioniert. Den oberen, den Teil haben wir hier bald. Das ist schön, das ist schön, das ist schön, das ist schön. Wieder, da haben wir alles von Thorsten gelernt. Ja. Hat er euch auch schon wochenlang immer erzählt. Vor allen Dingen Thorsten der Stumme. Als nächstes wäre dann irgendwas mit Ernten dran, wenn wir da mit dem Feld durch wären. Ja, ich glaube, Ja. dann ist Ernten, ne? Ja. Ansehen können wir ja später. Die sieben können wir dann ernten. Wir? Wer ist denn wir? Riesel, Riesel, Riesel. Auf die Plätze. Fertig. Los! Also, geht doch. So ganz sauber sind die nicht. Nicht Nicht los, so? schreibt Nils. Peng, schreibt Herbie. So, wir sind doch gewaschen. Ja gut, was beim Thorsten so ist, kann ich ja nicht sagen. Was soll denn das heißen? Dass ich nicht in deinem Haushalt lebe, du Nase. Boah, was soll denn das heißen? Also manchmal könnte ich ihn nehmen und ihn stundenlang gegen die Watte hauen. Gegen die Watte. Ja, wenn ich ihn gegen die Wand haue, ist die Wand kaputt. Die arme Wand. Siehst du? Kann man ja nicht machen. So, wie sieht das jetzt aus? Machen wir erst das hintere, dann den vorderen. Ja. Gut. Danke für die Information. Ja. La. Armer Thorsten. Ja, das ist ganz arm dran, der Sprachenlernbabbel. Der hat zwei Stück Zwei davon. Stück. Ja, weiterfahren solltest du auch schon, du doofe Muskel. Los! Ja, du brauchst nicht stehen bleiben, Nase. Bin ich stehen geblieben? Doch, bist du wohl. Wenn ich jetzt weiterfahre, bin ich im Teich. Ja, dann geht ihr mal ein Teicheln. Nö, keine Lust zum Teicheln. Wo bleibst du denn, Anja? Wir haben extra Wieso? gesagt, wir machen erst das Stück hier, ne? Und du, Nasengesicht, fährst durch. Du hast extra gefragt. Ja.
Anja, da wird dein Trecker schön sauber. Ich glaube eher, dass die Anja da reingehört, damit die schön sauber wird. Kuckuck. Ja, Kuckuck. Fertig machen. Los! Schreit der eine so an. Ich habe gedacht, das hintere Stück machen wir erst. Aber wenn ich schon mal anfange zu denken, ne? Ich sag da jetzt nichts zu. Ja, da kommen immer ganz merkwürdige Sachen dabei raus, wenn ich denke. Los. Das macht er gerne, Leute antreiben. Aha. Ich bin raus. Warum? Ja, weil ich hier keine Linie mehr habe. Ich brauche hier nicht mehr. Schnüff. Der will nicht. Ups, habe ich nicht auf dich gewartet, Thorsten. Ja, wäre sinnvoll. Ja. Ja, wäre sinnvoll. Guck mal, da kommt Dirty Line. Angeschlichen. Los! Oh, wenn es der los sagt, bin ich dreimal losgefahren. Wieso? Passt doch. Ja. Alles gut, alles gut. Ja, ja, nee, nee. Ist alles das gut, ist... solange du weg bist. Was, mit welchem komischen Stück kam das nochmal? Die wilden Kerle. Ach so, ja. Eins für Thorsten. Eins für mich. Die schnipp, die schnummel, die schnapp, die schnipp. Los! Die schnipp, die schnapp, die Taschentuch, die schnipp, die schnapp, die Ball. Ja. Los! Die macht er dann los, wenn ich das will. Uppi, bäh! Selber! Bäh, bäh, bäh. So, ich bin ja wieder raus. Ich komme mal zurück. Anja, machst du die Spur? Ich gehe fahr nach oben. Ich gehe fahr nach oben. Was denn jetzt? Gehen oder fahren? Fahre nach oben. Den Rest machen. Ich muss links rum. Ja, wieso? Ne, genau in die andere Richtung.
Ja, nee, nee. Doch, doch. Doch, doch, nee, nee, ja. Da gibt es morgen Zug nach Abend Dortmund. selbstgemachte Pizza. Selbstgemachte Pizza. Ja, aber mit Fertigteig. Mhm. Stellen uns da nicht hin und machen Feuerteig. Nein, 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 nein. Nein. Teig wäre besser als Teich. Thorsten, kannst du dir mal dieses Goldwagen-Ding wegnehmen? Nein. Und hau direkt auf den Notaus für den Papagei. Frechheit. Ach, Frechheit! Ja. Bleibt da auch noch stehen. Ja, ich trinke jetzt Kaffee und bastel mir eine. Die Ampel ist ja auch rot, ne? Ja, da hat keiner gesagt, dass du hinter mir stehen bleiben sollst. Hat auch keiner gesagt, dass ich vorbeifahren soll. Das stimmt. Siehste? Siehste? Nee, habe ich nicht gesehen. Nee? Nö. Das Schöne ist, du kommst da nicht durch, ne? Hehehe. Oder doch? Ach, was ein Mist. Tschüss, Opi. Tata! Wir sehen uns dann am Olmel Day. An was für einem Tag? Keine Ahnung. Okay. Würde ich mir dann gleich den Kalkomaten nehmen, das Ding leer fahren. Gucken, ob ich mir dann noch den Überladewagen hole, aber ich glaube nicht. Ist das die Erstbegehung, Thorsten? Nee, ne? Nein, müsste die zweite sein. Aber ich sehe schon wieder die Stellen. Was bitte? Mit wem redest du? Ich sehe schon wieder die Stellen nicht, wo noch was war. Über die Karte. Die Karte brauchst du auch nicht zu fragen. Die sagt alles Ab zu jetzt dir. in Protektion habe ich 1777 Liter Stroh drin. Was für ein Ding? Produktion Achso, vielleicht. in Produktion habe ich jetzt 1700 Liter Stroh drin. In was für eine Produktion packst du Stroh rein? Pellets? Tadam. Tadam, tadam, tadam. Irgendwie ist das heute ein komischer Abend. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist der komisch. Wieso? Ich weiß es nicht, weil er einfach komisch ist. Komisch wie ha-ha-ha-ha oder eher so wie hä? Ich habe eine Hofproduktion, da kann ich mit Stroh Silage herstellen. Ach so. Aha. Ja, wie steckt die Zunge raus? Ja, das ist wieder normal. Haben wir auch mal gehabt, so eine Produktion mit Stroh-Silage machen. Nee, das mussten wir erst zu Häckselgut machen und dann zu Silage. Ja, das war auf der Maibaum.